Moin Moin Leute, und schon geht's wieder weiter mit One Piece Pirate Warriors 3. Und jetzt geht's zur Faust der Liebe. Weiter geht's. Und ja, Leute, einer in den letzten Mal in den Kommentaren hat gesagt, dass ich für, wenn ich die letzte, also die davor die Episode mit Luffy durchspielen würde, ich Gear 2 bekommen. Das werde ich dann aber später nochmal nachholen. Wir haben noch nie als Robin gespielt. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, sie hat da eine vage, also eine relativ, ja, wie soll ich es nennen? Sie hat eine Vielzahl an Fähigkeiten, sagen wir es so, dass wir weiß nicht, ob sie Nahkampf oder Fernkampf ist. Ich würde jetzt aber eher zu Fernkampf hin tendieren. So, ich war jetzt überlegen, sind wir Ruffy, Zoro oder Nami oder Sanji? Erstmal werden wir auf Level 24 hier erhöhen und dann nochmal uns um die Münzen kümmern bei Luffy, ob wir da noch irgendwas machen können. Ja klar. So. Und das war's hier leider auch schon. Jo. So. Ja. Ah, ich weiß echt nicht. Also ich meine, Zoro haben wir, oder haben wir Nami das jetzt, der Nami haben wir euch das letzte Mal gespielt, so Zoro. Ja, wir machen mal Ruffy, komm. Wir bleiben beim altbewährten Chopper, nehmen wir auch mal irgendwann, aber mal gucken. Mal gucken, wie wir das denn da mit benutzen werden, ne? Oder irgendwann mal wieder machen werden. Vor allem, weil die meisten Cutscenes ja mal sowieso mit Luffy beginnen oder beziehungsweise enden. Deshalb. So. ハイアルこぶしはくせんすぶい。じいちゃん。じいちゃん。目を離して見ればこのざまだ。ザンさん、俺の。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。ごめんなさい。ダメだ。あのじいさんに対する投訴。じゃあどうつ。 Ja, gab, ne? Auch so einer der eher, ich weiß nicht, komische Charaktere, ne? So wie ich den beschreiben würde. Und für alle, die das Schiff nicht kennen, das wird nach dem 2-Jahres-Timeskip, werden wir darauf mal näher eingehen, hoffentlich in dem Spiel. Der ist meine Kommandant da drüben. Wo ist er denn? Ach, da drüben, so. Ja. Gab in seinem Speerfeuer. Tja, also, wer die Fähigkeit im realen Leben besitzt, der gewinnt dann jeden Bodybuilder-Contest. Wenn man Kanonenkugel werfen kann, dann denke ich mal, kann man den Rest auch schaffen. Der Schafottplatz ist da oben. Also links oben ist der Schafottplatz, da wo er die ganzen Kugeln entwirft. Bam. Ah, hier oben ist Dinge sehr schön. Kobe. Aber neuere Version.
Ich, wie soll ich mal nennen? Ich nenne ihn mal Kobe 2.0. Weil er ist ja... Es ist ja einige Zeit vergangen, seitdem man das, den das erste Mal gesehen hat, ne? Also eigentlich kann man den schon... Oder Kobe Gear 2 ist auch nicht schlecht. Die Gefahr ist ein Fragezeichen. Tja, da habe ich wohl die ganze Spannung schon rausgenommen, wie das ist. Keine Kanonenkugel mehr. Ach, ehrlich. Gab definitiv eine coole Sau. Definitiv. Ja, wir haben gehört, es kamen nicht viele Kommentare im Allgemeinen, also in der letzten Folge. Aber halt das Wichtigste war halt, dass wenn man Luffy in der letzten Episode spielt, halt G2 freischaltet. Was ich natürlich, also was man natürlich, wenn man für die 100% oder das Achievement dafür geht, alle Charakter zu besitzen, muss man das natürlich wissen. Also von daher. Ist das denn auch relativ witzig, dass ich das auch nochmal hier erwähnt. Damit man das weiß. So. Dahin ist mein Pionier. Also auch hier wieder ein sehr bekanntes Wort für alle, die den Anime gucken bzw. lesen. Den Manga lesen, meine ich aber natürlich. Den Anime könnt ihr euch schlecht lesen. Na, die Untertitel vielleicht. So, das Frage ist jetzt, was ist die nächste Mission, beziehungsweise wie sehen wir uns als nächstes genau. Ei, weg mit dir. Achso, ich habe es noch nie in die Titel geschrieben, aber natürlich ist das hier alles blind. Ne? Ich habe das natürlich noch nicht vorher gespielt, da das hier gerade erst für den PC rausgekommen ist. Der ist aber ein Verbündeter, der erschienen ist. Hilf den Hirschdieb und führe ihn zum Schafferplatz. Okay, das ist gar kein Problem. Jetzt muss ich nur wissen, wo er langläuft. So, dann müssen wir uns aber doch schon auf seinen guten Weg begeben. Das ist mein bestes Paar-Unterwäsche, Loveway. So. Ah, ich habe das, dumpfe Gefühl, dass das wieder eine relativ kleine Stage ist. Ich hoffe es natürlich nicht. Ach, Frankie mal über den Weg frei. Oh, ouch.
Kommst du hier durch, Mr. Fischen? Fischen? Dieb? Oh, Höschen-Dieb. Lol, ich dachte die ganze Zeit Höschen-Dieb. Ich weiß zwar nicht, was für ein Akzent das war, aber es hieß bestimmt auch. Höschen-Dieb. Höschen-Dieb. Oh, oh, oh. Frankie greift an? What? Lol. Okay. Natürlich besiege ich Frankie, Mann. Bam. Frankie. Jetzt ist Gay aus. Bau Frankie Münzen. Ja, Zorro, Entschuldigung, da kommen wir jetzt nicht wirklich hin. Rückt auf Stadtgebiet Ostor. Sehr nice. Ich würde dich gerne heilen, Bro, aber ja, kann ich anscheinend nicht. Einzige, was ich kann, sind ein bisschen die Leute vertreiben. Hey, was gehst du eigentlich für eine Route, Junge? Was ist falsch mit dir? Sanji ist voll, wechselt zu Chopper. Ich muss das Territorium hier einnehmen. Ja, was ist los? ごくみ、全然娘。孫だからってあんた言うかでしょうが。やがましいわ。黙っとりゃ。おい、ルフィ。強いのあってな。すまんが。やっぱり海。ああ、ない。さあ、始め。 Also ich meine, die werden von Garb angegriffen, vielleicht sollten wir dann mal den Hüschen-Dieb daneben lassen, ja. Vielleicht mal beiseite nehmen. Ja, der Hüschen-Dieb, was soll das jetzt heißen? Jetzt die Mission verloren, oder was? Okay, er scheint einfach wieder auf. Naja, geben wir genug Zeit, das ganze Gebiet hier einzunehmen. Da der immerhin gerade meine Feste so wohl gab, versucht mich umzubringen. Ah, okay. Warum auch nicht? Warum nicht?
Yay, noch eine Mauer, die Frankie zerstören kann. So. Weiter geht's. Mr. Höschen, die. Der Perverse läuft amok. Bringt die Kinder ins Haus. Klassiker. So, was ist das? Wenn er. Ja, da kann ich jetzt leider nicht hin. Ich muss leider den Hüschen helfen, ja. Oh, da ist Frankie schon wieder, ey. Junge, reg dich auf. Ui, oh, das hat weh getan. So, weg mit dir, nochmal Münzen. So. Einfach mal Prioritäten setzen, ja? Ich hoffe, du gehst hier lang. Geht doch. Sehr gut. Ich denke mal, wir müssen wieder die Zone hier einnehmen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, jetzt ist Frankie anscheinend wieder bei uns. Er sollte nur nicht. War nur sauer auf dem Höschen, du. Läuft. Jetzt ist er wieder auf unserer Seite. Jetzt läuft das wieder. Die Pose, die gehört da dazu. Die gehört einfach dazu wie Butter aufs Brot, wie Pinky und Brain, wie jetzt nochmal eine One Piece Vergleichung, wie Ruffy und Lissop. So gehört das. So, jetzt haben wir eigentlich kein Problem mehr dahin zu kommen. Och, Frankie, komm schon, du. Reiß dich zusammen, Frankie. Naja, komm, Choppo, ein bisschen mal den PWS-Ring runternehmen. Schade, dass er in seiner, also bis jetzt hat er ja, also dass er Rumble Ball nicht jetzt schon, ja, nächstes Mal, andere Formen aufweist, aber ne, kann man halt nichts dran. So. Komm schon, Frankie, du wurdest besiegt, gib mir deine Münzen. Ich bin halt nicht. Oh, wo läufst du denn jetzt lang?
Oh nein, sag mir nicht, der Füßchen, die ist jetzt tot. Ah. Naja, eigentlich ist alles eingenommen für seinen Weg dahin. Alter Frankie, was ist falsch mit dir? Komm her. Ach, der ist doch wieder aufgetaucht, okay. Ja, du, ich will Frankie besiegen, aber naja. Soll ich ihn jetzt mit einem Special besiegen, oder was? LOL. Naja, sagen wir so, er liebt hier jetzt einfach nur so. Ich lass ihn mal einfach liegen. Ich zähle das mal als besiegt. Da finde ich auch schön, aber nur daneben laufen, ne? Ich greife nicht an. Komm her. Oh. Was ist denn da im Weg? Hm? Ich wollte gerade schon sagen, Luft oder so? Luft kann ich leider noch nicht spalten. Ah, guck mal hier. Da liegt das Prachtstück. Wurde geleitet, ja, ja. Ich sag mal, ich habe das freiwillig gemacht. Ah, Frankie, dude. LOL. Yo, Frankie, okay. Oh, das ist dein erstes Drittel weg. Ah, fast. So, dann nehmen wir mal Sanji mit rein fürs nächste Mal. Du und deine Unterhose, Frankie. Das ist ein bisschen härter. Hm? Aber das Ding ist, ich glaube sogar, dass er der Endboss ist, weil bis jetzt hatten alle Endbosse immer dieses also das gespaltenste Leben, Lebensbalken-System. Ne? Also immer wenn er gespalten wird, fängt er was Neues an. So bei 66, 33%. Ihr wisst, was ich meine. Wir kümmern uns mal um dich hier. Marine-Soldat. Dann kommen wir wahrscheinlich auch weniger Marine-Leute. Da Frankie gerade sowieso so gut wie unverwundbar ist. So, ja, komm her. Mal gucken, ob die was bringt. Nimm schon an, hat's ja gemacht. Naja, für so ein paar Unterhosen gleich den Krieg anzufangen, ist dann aber auch schon etwas hart, ja. Aber Frankie ist halt Frankie. Der ist schon fast so besessen wie Unterhöschen von wie Brook. Ja, komm Frankie. Jetzt zier dich nicht, wir wissen beide, wie das ausgeht, ja. Sagen wir so, nicht gut für dich. Ah, naja, du stehst zwar jetzt hinter mir, aber kann ich bestimmt auch damit treffen, jupp. Hab ich mir schon gedacht.
Ja, welchen mit dir? Alter, wie oft haben wir bitte schon Frankie-Münzen erhalten, ey? Ich hoffe, wir brauchen nie wieder Frankie-Münzen.海の果て到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかった。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。 自分を許してやれよ、フランキー。旅の荷物です、兄貴。ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。 子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ。でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。 修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不憫だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが請け負った。 Oh, dann gehen wir weiter. Ich dachte, das wär's jetzt. Aber es wird natürlich Sinn ergeben, wenn hier noch Gab ist, ne? Irgendwo. あてよ、お前ら。誰、間違っても、お前が下手に出るんじゃねえ。いいか、お前ら。こんなバカでも、片今回の一件に何のけじめもつけず。待ってよ、ゾロ。確かに、あいつも。罪を抜けるってのは、そんなに簡単な。ウソップの第一声が深い謝罪であれ。一度は完全に分かれたんだ。Ach, jetzt ist Lissab ganz unten. Ganz ehrlich, ich dachte schon, das wäre vorbei. Und ich wäre sogar ziemlich zufrieden gewesen mit dem Ende. Hilf Lissab voranzukommen und warte auf eine Entschuldigung. Okay. So, wir helfen dir jetzt mal. Das sind nur ganz schön viele Leute hier.
sollten das ja einige auch alleine hinbekommen. Aber wir kommen jetzt mal ein paar von unserer Combo. So, wo bist du denn, Lissab? Da bist du, Lissab. Ich warte auf eine Entschuldigung. Ne? Das ist jetzt auch keine Entschuldigung gehört. Jetzt hat er noch keine Entschuldigung gehört. Deshalb bewegt ihr auf Sanji zu. Okay. Go, go, Lissab Rangers! Das erste Ekosündel ist hier an der linken Seite. Das kann ich ja schon mal ein bisschen beseitigen. Dann müssen wir hier nicht mehr groß bekämpfen gleich. Oder müssen wir nicht warten, dass Lissab irgendwie jetzt noch abgelenkt wird von der ganzen Menschenmasse hier? So. Bis denn, Lissab. Ach, du bist schon weitergelaufen, oder? Bei dir. netter Scherz. Oh, komm mal bei der Schienensaugung her. Das kann auch noch lustig werden. Oh, Kobe ist auch noch mal da. Ach, Lissab. Stimmt, die Abkürzung habe ich ganz vergessen, beziehungsweise das Ende. Er bewegt sich hier hin. Okay. Held Chopper ist hier, der kann ihn nochmal heilen. Also für, wenn du mehrere Gegner kriegst, ist es definitiv das Special am besten. Oder halt eine nette Combo. Irgendwie dagegen, also gegen die Wachen auch. Ich kann nichts hören, lass mir rein. So, wo läufst du jetzt hin? Komm. Komm, Lissab. Na, was geht? Komm, entschuldige dich. Dann haben wir uns das alles hinter uns. Oh, hier auch zwei Stages jetzt aber. Ich habe auch nichts anderes erwartet von Gab, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe mich schon gewundert, warum wir den hier nicht gekämpft haben. Hey, das war unfair. Läuft der einfach da raus, was hält der von sich? Aber trotzdem relativ viel Schaden bekommt. So, jetzt breakt er aus, jetzt hat er sein Hero Breakout. Meteoritenfaustschauer läuft bei ihm. So, hauen wir dich aus deiner Power aus.
Oh. So, weg mit dir. Mal gucken, wann du das nächste Mal wieder einschläfst. So. Weg mit dir, Gab. Ich werde euch folgen. Ne? Ich denke, das wird es jetzt gewesen sein. Yeah, that is some nicest end. Und ja, die nächste Folge wird dann nach dem Timeskip sein. Ja, auf über 25, 2 Stück. So, nice, so Choppers auf 2. Willkommen, Chopper. Wir fügen die Münzen automatisch hinzu. Ah, eine fehlt uns. So, und das nächste sollte jetzt nach dem Timeskip sein. Was der Timeskip heißt, ist im Anime wurde. Ah, nee. Oder? Ist es der Timeskip? Geisterinsel, da fallen mir gerade zwei Namen ein, aber die lasse ich jetzt erstmal weg. Ich denke, ab hiernach gibt es den Timeskip. Und der Timeskip, aber das erzähle ich euch den nächsten Part. Ich bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt. Wie gesagt, falls ihr Spaß dran hattet, dann gibt es einen Daumen nach oben. Falls ihr immer geupdatet werden wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann, ja, warum abonniert ihr mich nicht? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, Leute, und ciao. Danke fürs Angucken. Wenn ihr schon mal dabei seid, geht mal auf meinem Kanal und guckt euch noch andere Videos an. Wenn ihr schon da seid, lasst gleich ein Abo da. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen nach oben zu geben oder einfach mal euren Senf dazu zu geben in den Kommentaren. Guckt mal bei meinen Social Medias vorbei, wenn ihr ein bisschen mehr Informationen über mich bzw. über Neuigkeiten haben wollt. Ich bin Janis Lee und ich wünsche euch einen schönen Tag.